mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Das gab es seit Warcraft 3 nicht mehr. Iron Harvest ist ein Strategiespiel, bei dem eine spannende und emotionale Story im Vordergrund steht. Aber kann das Gameplay hier mithalten? Das klärt unser Test. Optisch ist den Bremer Entwicklern von KingArt Games ein hübsch anzusehender Titel gelungen. Vor allem die Mischung aus Steampunk-Setting mit riesigen Mechs und glaubwürdiger Atmosphäre ist ein Pluspunkt von Iron Harvest. Ein Großteil seiner Atmosphäre bezieht das Spiel aus seiner Story, die durchaus Parallelen zur echten Menschheitsgeschichte aufweist. Wir befinden uns im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in einem fiktiven Europa. Hier befinden sich die Fraktion Polania, das Kaiserreich Saxonie und die Russwehr im Krieg. Wir übernehmen in der Kampagne die Kontrolle über die jeweiligen Helden jedes Reichs. Jeder Protagonist handelt hier so, wie er es für richtig hält. Mehr wollen wir an der Stelle aber noch nicht verraten. Die Helden tauchen übrigens schon direkt im Tutorial des Spiels auf. Mit Anna aus der Fraktion Polania lernen wir die Gameplay-Mechaniken direkt auf kreative Weise kennen. Und zwar anhand einer Schneeballschlacht. So kommt Iron Harvest mit einem Deckungssystem, das gut funktioniert und Einheiten vor Schaden schützt. Zusätzlich gibt es auch ein interessantes Flankiersystem, durch das eingekesselte Einheiten schneller ihre Lebenspunkte verlieren. Die großen Mechs sind etwa auf ihrer Rückseite anfälliger für Schaden. Perfekt sind die Mechaniken allerdings nicht, so haben die Einheiten hin und wieder Wegfindungsprobleme. Für Spannung sorgt auch das Upgrade-System. Einheiten können mit der Zeit an Erfahrung gewinnen und werden dadurch immer stärker. So kann auch ein einzelner Mech zu einem fürchterlichen Gegner werden. Natürlich lassen sich auch Gebäude aufrüsten, das kostet dann aber Ressourcen. Dafür winken dann jedoch neue Funktionen, wie etwa der Bau noch stärkerer Einheiten. Ein gutes Echtzeitstrategiespiel braucht eine ebenso gute Balance. Und die liefert Iron Harvest dank einem klassischen Schere-Stein-Papier-Prinzip. So hat praktisch jede Einheit auch ihre Nachteile. Flammenwerfer sind zum Beispiel effektiv gegen Infanterie, haben aber wenig Reichweite. MG-Nister richten viel Schaden an, sind aber langsam. Und selbst die größten, gefährlichsten Mechs gehen mit ein paar Tricks zu Boden. Als würde das Gameplay nicht schon genügend Abwechslung bieten, setzt das Missionsdesign noch einen obendrauf. Hin und wieder stehen Spezialaufträge auf dem Plan, in denen eine begrenzte Anzahl von Einheiten zur Verfügung steht. So suchen wir in einer Mission als Anna unseren Vater, doch plötzlich kommt es zu einem Dorfüberfall. Und nun ist es an uns, den Widerstand zu organisieren. Natürlich inklusive spannender Zwischensequenzen. Neben solch spannenden Aufgaben gibt es aber auch die klassischen Basisbaumissionen, in denen wir uns ein gemütliches Nest einrichten, starke Mechs hochzüchten und den Feind platt machen. Wer sich so richtig austoben will, kann sich in ein Multiplayer-Gefecht stürzen. Hier können 2 bis 6 Spieler gegeneinander antreten. Siegesbedingungen lassen sich dabei frei festlegen. Neben der Zerstörung der feindlichen Basis ist so auch ein Wettrennen auf strategische Punkte möglich. Insgesamt erinnert das Spielgeschehen hier etwas an Company of Heroes 2, nur eben mit Mechs statt Panzer. Unser Fazit zu Iron Harvest fällt durchaus positiv aus. Die Atmosphäre sticht, die Story allein dürfte für viele Strategiefans Grund genug sein, sich den Titel zu kaufen. Auch die unterschiedlichen Spielmodi sorgen für Spaß und lassen uns über leichte Gameplay-Schwächen hinwegsehen. Wer Strategie, Geschichte und Mechs mag, kann hier also zugreifen.